Halli, Hallöchen, wir gucken uns heute mal ein Mario Fangame an. Und zwar Super Mario 2D World Deluxe. Eine Anlehnung an wahrscheinlich 3D World eventuell und an Super Mario Brothers für die Wii oder irgendwie sowas. Kann ich mir vorstellen, irgendwie so eine Mischung auf jeden Fall aus diesen Games. Das Ganze ist nicht auf Englisch. Tatsächlich. Ich muss gerade nochmal herausfinden, welche Taste ich. Ausgezeichnete Wäschetrockner von AEG auf Amazon.de. Mit unseren Anschluss- und Einbauservices installiert. Alles klar. Gut. Werbung wollte ich jetzt eigentlich nicht haben, aber ist okay. Also, um nochmal zum Thema zu kommen. Ah ja. Wo hatte ich denn jetzt? Jetzt finde ich diesen Button nicht, ne? Also die Steuerung ist ziemlich. Das gibt's doch gar nicht. Let's go. Auf Shift! Okay. Wir haben die Story alles nochmal übersprungen. Oh, ein bisschen laut noch, ne? Oh, ein bisschen leiser. Oh, das Soundtrack ist aber schon mal geil. Gemacht ist das Ganze übrigens mit dem Game Maker Studio. Und ich würde mal sagen, wir machen mal das erste Level, nämlich Super Bell Hills. Alter, auf Shift ist natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Oh, guck mal. Ich kann die Sprache nicht. Alles klar. Ich bin gespannt, wie das Game so wird. Wenn ich natürlich jetzt den Einer zu Shift drücke, habe ich Schiss, dass jetzt irgendwie Eingabemodus kommt oder irgendwie sowas. Oder kann ich auch einfach nach oben? Ah, nee. Ich dachte, ich kann auch einfach nach oben drücken. Ja, und es kommt. Ey, wie kann man ein Spiel auf... Oh, das, ich komme nicht drauf, klar. Gibt es nicht irgendwie noch eine andere Möglichkeit zu springen? Warum muss man das auf Shift machen, Leute? Aber mal zurück zum Level. Ein sehr farbenfrohes Level. Musik bockt natürlich mega. Ah, wir sind Katzen Mario. Es ist tatsächlich eine Anlehnung an, an die 3D World Spiele. Beziehungsweise das Spiel. Ich dachte, wir können hier klettern. Schade. Ah, guck mal. Ein Versteck. Oh, nice. Können wir uns den Stern holen? Ja, können wir uns. Okay, wir haben schon mal zwei Bonussterne. Es sieht verdammt gut aus. Es spielt sich auch eigentlich ganz nice. Muss ich sagen. Oh, das ist auch cool. Okay, wir haben schon mal das halbe Level geschafft. Oh, das war aber nicht gut. Keine Ahnung, wo ich das Power-Up jetzt wechseln kann, weil ich weiß nicht, wo Minus ist. Okay, zumindest kann ich schon mal pausieren. Aber sprinten kann ich auch nicht wirklich, oder? Oder doch? Müsste ich doch wahrscheinlich, aber... Also die Belegung, wer sich das ausgedacht hat, Leute. Das verstehe ich nicht. Mario sieht irgendwie aber auch ganz komisch aus. Er läuft aber auch so komisch. Aber so vom Spieldesign, so von den Texturen her, ist das schon mal alles sehr hübsch. Ihr seht das natürlich jetzt alles dementsprechend alles in niedriger Auflösung. Ich spiele es hier gerade einfach nur auf HD wahrscheinlich. Ja, also man wird es wesentlich kleiner als euers. Okay, schon mal ein Level geschafft. Die Overworld erinnert ein bisschen an Super Mario World. Mount Beanpole. Das ist auf Englisch, aber das Spiel an sich selber ist auf, ich habe keine Ahnung, ist das Französisch? Ach, fuck. Katzen Mario. Oh ja, hier geht's hoch hinaus, Leute. Hier geht's hoch.
Kann man das mit Controller spielen? Ich verstehe es nicht ganz. Warum macht man so ein Game jetzt nicht auf internationaler Sprache auf Englisch? Geht immer weiter nach oben, okay? Oh, ich bin aber auch schlecht, ey. Sorry für das Kack-Gameplay. Es geht noch weiter nach oben. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, man hat sich auf jeden Fall schon Mühe gegeben, doch. Ein eigenständiges Mario-Spiel. Finde ich cool. Auf jeden Fall. Wie komme ich denn jetzt hier hoch, bitte? Ach! Ah! Ja, okay, ich kann hier zumindest mit dem Katzen-Mario hochklettern. Aber wenn ich jetzt kein Katzen-Mario wäre, man muss doch irgendwie sprinten können. Aber habt ihr gerade die Katzen-Gummas gesehen? Die gab es so, glaube ich, nicht im Original, aber geile Idee auf jeden Fall. Nicht schlecht. Och nein. Oh. Oh. Hier wird es jetzt kritisch. Das hätte doch ganz böse enden können, gebe ich ehrlich zu. Aber das Game bockt. Ich weiß nicht, wie umfangreich das ist, aber wenn ihr selber mal Bock habt, wieder auf ein klassisches 2D-Mario-Spiel, wenn euch die Steuerung und die Sprache nicht stört, dann, ich meine, sagen wir mal ehrlich, Mario braucht nicht wirklich eine Sprache. Aber, ja, neues Mario-Game sozusagen. Von Fans für Fans, ist doch geil. Ja, safe kann man irgendwie sprinten, aber ich weiß nicht wie. Das Level war okay. War jetzt nicht das Beste, aber... Naja, ging halt hoch hinaus. Ich hätte mal jetzt noch einmal Goomba Canyon. Also nochmal einen Berg. Oder wir machen mal... Wir besuchen... das Mushroom House. Aber wir müssen den Goomba Canyon machen, ne? Wenn ich ja oben drücke und springe, dann dreht er sich tatsächlich. Also die Steuerung ist ganz wild. So ziemlich. Also das verstehe ich auch nicht ganz, ne? Was? Ah, okay. Zumindest auf Q, glaube ich, ne? Kann ich meinen... Ich kann sogar schlagen auf Steuerung. Okay. Kann ich hier auch irgendwie weg, weil ich verstehe das irgendwie nicht hier. Also die Steuerung ist das größte Problem, muss ich sagen. Ach, auf Leerzeichen. Ja, genau, auf Space kann ich mir die Items holen. Ich verstehe. Ey, Jungs, das kann es doch jetzt nicht sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Was soll ich denn jetzt hier machen, bitte? Erzählt es mir. Wie gehen wir hier raus hier? Moment. Geht nicht. Menü. Oh, wir haben gespeichert, ne? Oh, na Gott sei Dank. Na gut, dann machen wir nochmal ein Level.
um uns das Ganze einfach nochmal anzugucken. Moment mal. Und klettern kann ich nicht. Aber ich kann ihn schlagen, das finde ich ganz geil. Dass man hier die Möglichkeit hat. Ja, ein cooles Sandlevel auf jeden Fall. Weg mit dir. Ey, diese Eingabefunktion, ne? Entweder konnte der Typ das nicht anders legen oder er hat absolut nicht nachgedacht. Moment. Moment. Schön hoch. Killen kann ich ihn aber nicht, ne? Dann versuche ich mal. War ja abzusehen, dass es nicht klappt. Na geil. Um Gottes Willen. Hier geht's ja jetzt aber rund, Leute. Ja, wir haben zumindest schon mal einen Checkpoint. Oh, bin ich doof. Was war das bitte für ein Troll? Warum war das ein Kreis? Für nix und wieder nix. Also das war jetzt ein bisschen Scam. Also das Spiel ist... ist ganz nett. Aber so die Level, zumindest von denen, was wir jetzt gesehen haben, sind jetzt nicht. Mal nicht. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Es ist in Ordnung. Aber gut. Ich habe jetzt 3 Level gespielt. Da müsste ich wahrscheinlich das Game weiterzocken. Das könnte man vielleicht mal in einem Livestream oder sowas machen. Aber dann streame ich bitte mal. Man da mal vielleicht mal, ich weiß nicht, wie umfangreich das Game ist, ich meine, es ist ein Fangame. Aber interessant zu wissen wäre es mal, wie umfangreich das Game jetzt hier und was für Level vor allem beinhaltet, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, wie man sprintet. Naja, wie dem auch sei, ich sag einfach mal, Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Steuerung. Ohne Witz.